Guten Tag, Skyflix hier und willkommen zu FlixiFloats 3. Ich habe mir gedacht, ich nehme immer FlixiFloats 3 auf. Ich habe schon eigentlich eine Aufnahme von FlixiFloats 3, aber da habe ich damals zwei Hitmarker drin gehabt. Und irgendwie fand ich das nicht so gut. Also, ich hatte halt zwei schöne Hitmarker eigentlich, aber halt keinen. Ich war so irgendwie gespielt, weil ich ein bisschen am Sacken bin. Also, da hatte ich zwei Hitmarker drin, was ich gerade sagen wollte, aber halt keine Shots. Und deswegen werde ich das mal nochmal aufnehmen. Ich werde auch die Hitmarker, glaube ich, trotzdem am Ende so reinschneiden, weil finde ich ganz interessant. Aber kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar ich nehme dieses Video jetzt nachdem ich eigentlich schon gequittet habe auf. Aber ich dachte, ich muss weiter mal wieder Videos bringen, weil ich würde schon gerne meinen Abonnenten behalten und nicht dadurch, dass ich inaktiv werde. Alles an meine Abonnenten verlieren und so, und deswegen dachte ich mir, okay, spielst du einfach mal Private gegen Bots, und zwar mit dem Pre-Patch und floatest ein bisschen durch die Gegend, weil du Bock drauf hast. Ja, deswegen spiele ich auch gerade so scheiße, weil ich einfach jetzt eine Woche nicht online war oder so, und dann dachte ich, okay, ich hab früh Schule aus, lass mal einfach die Floats aufnehmen. So viel dazu. Außerdem kann ich auch schon ein bisschen mehr als Update sozusagen sagen über das, was ich in der Zukunft machen will. Und zwar werde ich diesen Herbst, ist glaube ich im November, also ist schon Winter, kommt ja Assassin's Creed 5 raus. Und das ist das Spiel, wofür ich mein Geld ausgeben werde, und das wird nicht Advanced Warfare werden. Deswegen werde ich mir Assassin's Creed Unity kaufen, und vielleicht, wenn ihr wollt, kann ich dazu ein LP machen. Das könnte ich machen, da hätte ich sogar Bock drauf, was zu LP'en. Ich habe ja früher was zu LP'en, aber da hatte ich noch fast keinen Abonnenten, und irgendwie war es auch ein Spiel, das mir nicht so Spaß gemacht hat, und deswegen hat es auch nicht so lange gedauert, dass ich aufgehört habe zu Trickshotten, zu LP'en. Aber ich glaube, bei Unity könnte es sein, dass ich das wirklich durchziehe, das LP, weil das ist ein Spiel, wo ich mich unglaublich drauf freue. Und ja, und dann werde ich mir vielleicht zu Weihnachten Advanced Warfare wünschen, denke ich mal. Das wäre so gut, das wäre unter meine Idee, mir zu Weihnachten Advanced Warfare zu wünschen. Und dann wieder zu Anfang zu Trickshotten, wenn man das zu Trickshotten gut ist. Also, Snipen sieht ja bis jetzt eigentlich, so, was man gesehen hat, ziemlich gut aus. Aber Trickshotten ist noch nicht so viel raus. Soll ja gut sein, weil die Maps alle so relativ hohe Spots haben, und du überall drauf kannst mit dem Jetpack. Und einen Jetpack-Boost haben kannst du damit auch nicht währenddessen drehen kannst. Blablabla, die gibt es ja ganzen News-Videos. Aber, ob das wirklich gut wird zum Trickshotten, das weiß man noch nicht. Und ich werde mir, also wenn es zum Beispiel schon gut wird, das kann ich ja dann ganzen Leute fragen, die ich kenne. Also alle meine Kumpels, Kahn und so, die werden sich ja Advanced Warfare alle holen. Und wenn das gut zum Trickshotten ist, werde ich sie mal fragen. Und wenn die dann ja sagen, dann werde ich sie mir zu Weihnachten holen. Und dann werde ich wieder anfangen zu Trickshotten. Aber momentan, ich habe auf jeden Fall keinen Bock, weiter Black Ops 2 noch zu spielen. Und deswegen werde ich halt nicht Trickshotten, wie ich schon in meinem Quid-Video gesagt habe. Also das sind alles eigentlich keine Neuigkeiten für euch. Gut, das war ein bisschen schlecht gesetzt, so viel Schlag. Aber egal. Ja, das so viel zu den News eigentlich. Also zum Update. Ob ich wieder anfange mit dem Trickshotten? Ich denke schon, wenn Advanced Warfare gut wird. Weil ich habe auch irgendwie. Also ich vermisse das Trickshotten schon ein bisschen. Jetzt in Black Ops 2 nicht. Vor allem nicht dieses ewige. Also ich habe mich echt extrem angepisst in den letzten Wochen in Black Ops 2. Ich hatte einen sehr hohen Frustfaktor. Und das vermisse ich auf jeden Fall nicht, aber so mit Freunden zocken vermisse ich schon ein bisschen. Da wir vor allem bis auf COD alle, also die meisten spielen noch FIFA, aber da spiele ich echt nicht so mit. Deswegen hab ich sonst keine Games, die ich mit denen zocken kann. Aber mal gucken, wie es dann so wird, und dann sehen wir weiter. Gut, ich bin bei Lars, und dann versuchen wir es mal einen Floater zu treffen. Ich werde wieder zwei Maps machen, einmal hier Express, und mal gucken, was ich danach mache. Und dann mal schauen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, echt. Weißt du, ich spiele seit einer Viertelstunde und treffe keinen einzigen No-Scope, und dann bist du sowas. Ich einfach across the map No-Scope treffe. Ist schon klar. Ladung scharf! Aber richtig was!
Geht doch, endlich mal. Und der war nicht mal so scheiße. Mission abgeschlossen. Ordentliche Gut, Leistung. Nach circa einem halben Jahr habe ich dann auch mal was getroffen. Und es war ein Floater, was auch schon mal ganz gut ist eigentlich. Ja, den use ich, würde ich sagen. Das ist das dritte Game, das ich gestartet habe. Und ja, hat dann endlich funktioniert. Ich habe ja gerade gesehen, wie ich das eine Game beendet habe mit diesem Across the Map No-Scope. Ja, gut, dann wähle ich jetzt Map 2 aus. Letztes Mal, also in der beiden Hitmarker-Runde, habe ich Hijacked gewählt und habe dann den Eddie Hijacked den Eddie Hijacked Suicide gehitmarkt. Weiß nicht, ob ich das gleich nochmal machen will, weil das war ziemlich nervig, da immer zu warten, bis der Gegner rausläuft, dann versuchen zu stunnen und dann auf den Eddie gehen und hitmarken, das war scheiße. Aber ich habe eh nicht so viel Maps, also vielleicht mache ich das nochmal. Ich denke, ich spiele einfach nochmal Hijacked. Ich habe jetzt eh schon eingestellt, dass ein Kopfschuss gegen Bots mir 10 Punkte bringt. Das heißt, ich hätte vielleicht, was ich gerade merke, ich hätte mir Ding mitnehmen sollen. Taktikeinstiege habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist natürlich blöd. Ich habe meine Taktikeinstiege gelassen, ich habe nur eine, aber da muss ich bei der mal gucken, ob ich da was treffe. Ich habe jetzt eingestellt, dass Headshots 10 Punkte geben. Das heißt, ich mache 2 Headshots und auch 4 Kills, dann bin ich bei. Oder noch 2 Kills, dann bin ich bei den 25 Punkten und kann einfach zu Last. Bin bei Last. Ich muss hier erstmal überhaupt Headshots machen. Vor allem nicht so. Die alle mit Raketen von der Gegend laufen. Macht natürlich schon mal richtig Spaß. Ich hab schon wieder einen, das war knapp. Ihr seht, ich habe jetzt 11 Punkte durch den Headshot bekommen, aber das ist praktisch eigentlich. Komm, ich sag schnell zu Last. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch einen Headshot mache. Die alle mit Raketen herumlaufen. Ist das die neue Lieblingswaffe oder was? So, ich war Last. Verkackt. Das ist die einzige Klasse, in der ich einen Taktik-Einstieg habe, deswegen werde ich die erstmal nutzen. Okay, die Bots sind gerade ein bisschen am Ausrasten, wie das aussieht. Bisschen arg. So. Dann gucken wir mal, was sich da machen lässt. Keine Ahnung, was ich hier tryen soll. Ich weiß nicht, ob ich auf den. Alter, was ist denn euer Problem? Alle Taktikeinstieg spielen, dass ihr alle Dreck spielen müsst hier. So. Gucken wir mal, was ich hier machen lässt. Vielleicht wird das 720 gehen. Leergeschossen! Ups, das war knapp. Alter, das ist echt nicht mehr lustig. Einfach alle mit Taktikeinstieg spielen. Und der eine Bot hat mir einen Headshot gegeben, wenn du es noch einen Raketenwerfer hast. Was? Noch einen Raketenwerfer? Wie haben die denn? Ist euer Ernst gerade, dass ihr einfach alle mit Raketenwerfer spielt, oder was? Da ist noch einer mit Raketenwerfer, komm, schieß! Ich muss bald weinen, wenn es weitergeht. Ups. Taktikeinstieg, meine Fresse, was macht ihr denn? Ich bin bald. Platziere Taktikeinstieg. Du, ich geh auf so einen Shot, weil das dauert uns ewig, bis ich überlasse. Platziere Taktikeinstieg. Ja, bis ich. Kann ich nicht reden, ist gemacht. Moment! Platziere Taktikeinstieg. Ja, das ist echt nicht euer Ernst. Oh, der war schön. Ja, Mann. Ziels, gut. Das Missionsziel wurde erfüllt. Das ging jetzt mal ein bisschen schneller. Wie er mich mit seinem scheiß Ding töten wollte, ja, das. Oh Leute, ich hab ein Ding getroffen. Das sehe ich, das merke ich jetzt erst. Lol. Na, ja, dann gibt's doch noch einen Shot, weil das war ja kein echter. Ja, das fällt mir erst in Ekelcam auf, dass ich mit Tomahawk treffe. Naja, dann mache ich wohl noch eine Runde, weil ich will ja floaten und nicht mit Tomahawk einen 360 treffen. Naja, bis gleich.
Yes, Baby, da haben wir es jetzt doch mal geschafft, einen Shot zu hitten. Gut gemacht, Seals. Bereithalten geht für doch. Weitere Befehle. Das war nicht mal ein echter Shot. Kein Tomahawk-Wurf. Ja. Dann haben wir die heutige Episode geschafft. Dann zeige ich jetzt noch die beiden Hitmarker, die ich ursprünglich gespielt habe. Die waren auch auf Express und Hijacked. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen. Konstruktive Kritik sind in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mal gucken, was ich da machen werde. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war ein Hitmarker. Ich habe gehitmarkt. Nein.